Was haben Aber wir glaube vor? ja nicht, dass Was das haben wir alles ist. vor? Das hier läuft noch, da müssen wir gleich 2 Tage oder so warten. Ich weiß nicht genau. Düm, düm, düm. Ich könnte probieren, bevor wir nochmal losgehen, die Sachen, also was hier geklaut wurde, zu suchen. Oder in den Norden zu gehen, einmal wegen den Trollgedönssachen. Wartet. Das Sonnen, hier Sonnenaloe. Oder auch die Armbrustmuster irgendwo rumliegen, ne? Hier, Richtung Norden, da bin ich ja noch nicht hingelatscht. Ich habe kurz vor. Hatte ich Stopp gemacht gehabt. Würde ich, ich glaube, das würde ich machen, das würde ich machen. Dann ist das dann auch erledigt. Erstmal und dann können wir eigentlich wegen den Sachen nah zum Minental gehen. Wegen den anderen Geschichten. Wir waren ja schon bei Lord Hagen, dass wir dann da hingehen könnten. Wir würden so ein paar Sachen abgehakt haben, bevor dann nachher das 3. Kapitel oder so anfängt. Das wäre mir etwas zu viel. Weiß Also, gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. spät ist es? 5:26 Uhr. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Das ist doch alles nur Gerede. Immer wieder das Gleiche. Selbst das kann man nicht gut finden. Waren die nicht schon tot oder so? Oh Gott, ich war in Dein Gothic 3 drin, Misskriegen ne? misst viel weniger. Problem, ich war in Gothic 3 und habe mich gerade. Warum habe ich das eigentlich mit einem Feuerpfeil Hätte auch gemacht? selbst wissen Ich war können. gestern noch in Gothic 3 drin, habe da ja beseitigt, ja, ich alles mit einem Feuerball. Ich musste kurz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und glaub ja nicht, dass das alles Ja ist. gut, wird wahrscheinlich fantastomanisch. Ich habe mich nur gerade gewundert, hatte ich die Scavenger nicht beseitigt gehabt? Ich dachte, die hätten wir weggemacht gehabt. Scheinbar. Ah, nee, wir haben ja Kapitel 2 ausgelöst. Deshalb sind da jetzt auf einmal auch Wölfe. Ja, ich leg mich mal kurz schlafen. Nee, ich mach die, glaube ich, noch weg. Wartet mal kurz. Mein Rechner spinnt gerade um. Da kam gerade was aufgeploppt von Windows. Aber Gothic läuft noch. Ist ja auch immer so ein Talentchen. Okay. Gut. Die mache ich noch fertig. Die 4. Und dann gehe ich pennen bis zum Mittag. Und dann kann ich jetzt erstmal. Werfen muss, wenn du. Stöckler raus, wenn würdest ich kommen. Mit 2 halt hier echt nicht klar, ne? Ich probiere gar nicht erst auszuweichen. Es klappt eh nicht so gut. Ich muss schneller meine Waffe wechseln. Das auf jeden Fall. Ich brauche. Ich kann ja der Kirche nicht mehr spenden, ne? Ich brauche ja Geld. Ich habe ja immer grundsätzlich bei Gothic irgendwie ein Geldproblemchen. Zumindest bei Gothic 2. Dann lohnt sich jetzt wenigstens schlafen gehen kurz. Ich glaube bis 8. Wäre noch bis morgen, oder? Ich glaube bis 8. Wenn es jetzt 5:26 Uhr war, ansonsten schlafe ich bis zum Mittag und dann laufe ich Richtung Norden hoch, um die Sachen zu erledigen, die dort sind. Was gibt's denn hier? Ach, ich mache bis zum Mittag. Mich irritiert auch dieses bis zum nächsten Morgen meistens. Das ist doch alles nur Gerede. Auf geht's, Richtung Norden. Da lang. Könnt eigentlich auch mal wieder grillen. Könnten wir schon machen. Genau hier für den, da müssen wir die Armbrust holen. Man meint ja nur einen Steinkreis. Ich weiß nicht mehr genau, wo da dann Steinkreis ist, aber wir müssen eh dahin für das andere Zeug und von daher klappt das. Ich habe keinen Geschwindigkeitstrank. Ich latsche das jetzt ganz gechillt. Ist jetzt eine Strecke. Ich habe keine Karte, ne? Es geht auch so.
Ich höre Goblins. Schwarzer Goblin. Okay. Was sagen? Ich höre was. Ist ein bisschen ungewohnt nach einer Woche wieder Gothic 2. Okay. Aber dafür gibt es jetzt erstmal Gothic 2. Auch weil ich kein anderes Game starten möchte und dann sollte das auch hier besser laufen. Ich kann mich erinnern, es spawnen recht viele neue Viecher. Warum sind es schon wieder Scavenger? 3 Stücke auch gar nicht so krass vereinzelt. Die spawnen echt viele. Im Kapitel 2 jetzt so. Nicht so in Erinnerung. So. Wie ich ja wenigstens einzeln. Meine allerliebsten Terrorvögelchen, ne? Mach die jetzt fertig, weil die mit unterwegs sind. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht schon jetzt mein Mana-Zeug verbrauchen. Auch meine Feuerpfeile nachher für was anderes. Weil wenn wir da Richtung Norden sind, ich habe da noch weniger aufgeräumt gehabt. Soweit ich mich erinnere, gar nicht aufgeräumt gehabt. Wir waren zwar da wegen des Feuers hier, aber ich habe da nicht so viel aufgeräumt. Klappt das schon wieder besser mit dem Krautstampfer, zumindest wenn die einzeln vorbeikommen. Naja. Max, hast du schon Urlaub? Ich dachte erst nächste Woche dann. Oder ich vertausche wieder was, das kann auch sein. Sich Zeiten zu merken ist genauso katastrophal, wie wenn ich mir Namen merken muss. Ui. So, hier ist nichts Neues gespawnt. Nochmal so ein komischer Golem, wofür man den Special Hammer braucht. Ist der nett? Dieser Schattenläufer, den man hört, ne? Da hinten sind aber ein paar Scavenger. Hey, du, bleib stehen! Was willst du? Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Die Stimme. Das ist so ein bisschen nervig, vielleicht ein bisschen. Du machst Witze. Siehst so aus? Wenn ich nicht 20 Goldstücke sehe, bevor du auch nur einen Schritt näher kommst, dann mache ich dich platt. Also jetzt rück die Kohle raus. Tut mir leid. Ich habe kein Geld. Ja, ja, das sind schon schlimme Zeiten. Aber ich sag dir was. Gib mir einfach deine Waffe. Dann lasse ich dich durch. Mein Krautstampferchen. Ich habe gedacht, ich kann ihn überzeugen, dass ich kein Geld habe. Weißt du, so Inflation und alles ist so arschteuer und das geht so nicht. Aber mein Krautstampfer, ich habe nur einen Krautstampfer. Ich kann ihm meine Waffe nicht geben. Gebe ich ihm die Waffe, die ich ausgerüstet habe? Ja, ne? Das rostige Schwert hätte ich ihm ja geben können. Oder irgendwas anderes. Er greift mich an, wahrscheinlich. Ich möchte wissen, was da für ein Text kommt, wenn ich ihm die Waffe gebe. Und ob er mich dann angreift. Ich habe davor gespeichert. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Ich möchte mal wissen, was kommt. Hier dann. Hast du meine Waffe. Finger weg von der Waffe! Na warte! Was? Okay, es geht gar nicht. Ich kann ihm die gar nicht geben, weil... Das ist aber komisch, ne? Ja. Ich wollte nett sein. Ich wollte nett sein. Es hat nicht geklappt, aber ich hatte es fest vorgehabt. Nächste Woche ist Urlaubszeit. Okay. Okay. Dann habe ich es mir doch ein bisschen gemerkt. Sehe ich die Einzeit? Ja. Der fällt doch jetzt herunter, der Scavenger, wenn er auf mich zurennt. Oder auch nicht. Er macht den. Es macht es, den Narres. Ich hätte gedacht, dass der Scavenger da runterfällt. Okay. Hat mich jetzt schon ein bisschen irritiert. Minimal. Da, vielleicht damit gerechnet, ne? Dass sie zu mir kommt, da hinten ist noch ein Scavenger. Weil mit dem Krautstampfer habe ich lieber, wenn ich Abstand halte. Hallo, danke. Ich glaube, da ist jetzt noch einer. Der war auch aufgeräumt. Ja. Scavenger und Wölfe spawnen schon häufig wieder. Okay, dann bin ich gespannt, was noch kommt. Ich habe den anderen Teil auch nicht wirklich aufgeräumt gehabt. Hier kann man hochgehen. Speichern. Gibt's hier was? Hier nichts. Kann man hier was Cooles einsammeln oder ist es Deko? Hallo. Ja, da komme ich nicht hoch. Nee, das hier gibt es nichts. Ich dachte, hier gibt es eine coole Spruchrolle oder so. Natürlich nicht. Ist da was? Aber auch nicht. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Hätte ja sein können. Manchmal werden doch diese Spruchrollen versteckt. So weiter Richtung Norden. Da Ausgrabungsstätte. Ich wurde gar nicht angemeckert von Laris. Ich bin auch mit dem Amulett wieder zurückgegangen und er meinte, wehe, du gehst nicht sofort zu Sartorius. Er hat mich nicht angemeckert, ne? Also er hat mich angemeckert, als ich noch in Sichtweite war. Aber nachdem ich jetzt nochmal in Corinus aufgetaucht bin, hat er mich nicht angemeckert. Ja, in seiner Söldnerrüstung als Undercover-Agent sollte vielleicht auch nichts sagen. Ich möchte die Feuerpfeile gerade, also mein Mana echt nicht so krass aufbrauchen. Nachher kommen wieder die Feuerpfeile zum Einsatz. Feuerpfeile, ja. Feuerball wäre natürlich viel cooler. Muss ich auch noch schauen, wegen dem zweiten Kreis, wann ich den lernen kann. Irgendwas war da, was es nicht ging. Finde ich noch die Mucke lauter als sonst. Wir haben in letzter Zeit so Probleme, wie die Games eingestellt sind. Ja, Gothic 3 hatte sich bei mir einmal komplett zurückgestellt gehabt. Seitdem bin ich jetzt ein bisschen irritiert und vorsichtiger. Yoshi Gamer! Sehe ich dich auch mal wieder hier. Danke fürs Abo. Dankeschön. Dankeschön. Die meisten Namen kenne ich doch. Flieder übersehen, also wirklich. Jetzt schüttet es auch noch. Es wäre voll cool, wenn man die Kapuze aufziehen würde, wenn es jetzt regnet. Okay, das ist nur... Gibt es in den seltenen Games drin, ne? Aber ich finde das voll cool, wenn sowas hinterlegt ist, wenn es regnet oder so, oder wenn es kalt ist, wenn man sich so einen extra Umhang anzieht oder auch wenn man die Kapuze aufsetzt, sowas finde ich mega, mega cool, wenn das hinterlegt ist bei Games.
Okay, es gibt auch Mods dafür. Ach nee, Warane. Die sind neu. Daran erinnere ich mich nicht. Nochmal kurz Rückzug. Damit ich mich vorbereiten kann, seelisch. Oder auch nicht. Jetzt habe ich mich erschrocken, ne? Ich erschrecke mich neuerdings. Nimm die Waffe. Danke, mein Lieber. Schaffe ich nicht mit dem Krautstampferchen. Ah, ich bin Zweihand. Das geht ja jetzt nichts, ne? Was ist denn für ein Abstand? Wieso hat er den Einschlag jetzt nicht gemacht? Manchmal bin ich echt zu schnell, ne? Oh Gott. Waren da gerade nicht zwei? Waren da gerade nicht zwei Warne? Regenschirme rausholen, hätte ich auch kein Problem mit. Das wäre dann auch eine Interaktion, wenn es regnet. Ich habe auch mal nicht so viele Lebenspunkte, ne? Ach, ist das schlimm. Wenn man der Kirche nicht spenden konnte. Ist jetzt Äpfel. Dauert vielleicht. Aber ich werde eh nichts mehr in Stärke investieren. Verpasst. Also, wenn es jetzt hier hinterlegt ist, natürlich. Schmeckt saftig und frisch. Oder waren aber... Ja, genau, da ist der zweite. Da ist der zweite. Aber hier waren vorher, glaube ich, Blutfliegen und Scavenger und so, ne? Gar keine Warane. Weil ich auch so weit oben stehe, ne? Okay, ist auch weg. Mag ich gern Feuerball. So, Norden. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon im nördlichen Bereich. Ich weiß jetzt nicht, was hier alles gespawnt ist. Warum war denn der Uhu gerade so laut? Das Beste war noch immer, als wir das hatten mit dem Anpinkeln. Das war auch so, ne? Da habe ich mich richtig gewundert, was da passiert. Aber es war lustig. Das fand ich cool. Das fand ich cool, der Anpinkel-Moment bei den Söldnern. Also eine Situation braucht es halt auch mal, ne? Sonst wird es langweilig. Ganzen Scavenger, ne? Wieso gibt's denn so viele davon? Ich habe bei Gothic 3 auch ein ganz neues Viech gesehen und auch erst einmal. Da habe ich mich richtig gewundert. So einen humanoiden grünen Goblin. Ich habe es umgenannt. Schrat oder so hieß das Ding. Weiß nicht genau. Habe ich nur einen bisher gesehen. Es sah aus wie so eine Kreuzung zwischen Goblin und so Mensch. Auch sehr irritiert übrigens, ne? Habe ich jetzt bei Gothic 3 gefunden. Ich weiß auch mal nicht, was ich davon halten soll, aber ich konnte bisher nur einmal gesehen und ich kann es auch nicht zuordnen, was es ist. Was habe ich hier noch nicht so gesehen? Es ist quasi ein Goblin in groß. Grünlich halt, weil die sind da so grünlich alle. Seh nichts. Aber. Genau, da hoch. Die Seite war theoretisch aufgeräumt. War theoretisch aufgeräumt. Hm. Wenn ich mich wundere, dann falle ich immer vom Lachen vom Stuhl. Das ist vollkommen normal. Das ist klar, dass da welche sind. Jetzt sehe ich hier nichts mehr. Hier sind auch ein bisschen hier Bäume dazugekommen. Waren hier immer schon so viele Bäume? Ich sehe kaum was.
Mein Oberteil passt halt farblich zum Sessel, danke schön. Ich weiß, ich bin noch so stylisch, ich achte auf sowas. Ich und Fashion, da bin ich ganz vorne mit dabei. Also echt, dass es erst heute auffällt, ich bin enttäuscht. Ich kann mit der Zweihand, wenn ich rückwärts laufe und davor geschlagen habe, blockt er immer. Und macht, also als, das mag ich nicht, ne? Das ist nicht dieses, habe ich vergessen. Eigentlich will ich rückwärts steppen, einmal, weil ich ja genug Zeit hätte. Hier in dem Fall, theoretisch auch für Zweihand. Weil man ja sieht, wann das Ding zustacheln möchte. Aber kurz nachdem man geschlagen hat, ist auch wenn man quasi gar nicht mehr in diesem Kampfmodus ist, das erste Rücksteppeln trotzdem blocken. Das habe ich auch noch nicht. Bei Zweihand habe ich das nur, ne? Soll das so sein? Endlich! Das hat aber jetzt angedauert. Waren es jetzt 30 Äpfel? Waren es nicht mal 25? Kann auch 25 gewesen sein. Ich habe nicht ganz auf die Zahl geachtet. Ich habe gleich auch die Äpfel durch, aber ich dachte mir mal hier ein bisschen aufbrauchen und so. Was habe ich denn hier noch? Zusätzliche Mana in Prozent? Achso, Mana-Extrakt. Das ist einfach nur der bessere Mana-Trank. Elixier der Geschicklichkeit. Na dann rein damit. Der will ich ja nicht. Noch ein Brot. Die Fische könnte ich mal zu Edda bringen. Nächstes Mal, wenn ich da bin. Okay, ich werde es vergessen. Da wir da waren, gehe ich jetzt noch da. Da sind aber noch ein paar Scavenger. Oh Gott. Und ein paar Lokras, aber gleich. Also hier muss alles noch voll sein. Hier bin ich noch gar nicht lang gelatscht. Ich sehe das nicht, ne? Sind so viele Bäume. Hier sind noch Bäume dazu gekommen. Wir könnten diese dünnen Bäumchen hier, diese dünnen, könnt ihr mir nicht sagen, dass die, die waren doch vorher nicht da. Das ist sehr waldig. Wenn ich die einzeln, dann würde ich die Scavenger erstmal wegmachen, dann hätte ich genug Platz für die anderen. Wie viele Mana-Tränke habe ich halt auch nicht, ne? Um hier komplett schon auf Magier zu gehen. Ohne Krautstampfer. Ohne Krautstampfer. Das ist die Sache. Busch, später Flatterhirsch. Okay, kommt. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, ich werde aber nicht nochmal hier Lernpunkte in Dings reinsammeln. In Zweihand dann lieber alles in Mana. Wenn ich das dann hinbekomme, ne? Hallo, danke. Ich mag halt keinen Zweihand. So. Jetzt habe ich die da übrig. Die würde ich natürlich ganz gerne mit dem Feuerfall machen. Fantastisch. Ich wundere mich gerade, wartet mal kurz. Ich drücke die ganze Zeit 3. Ist meine Rune nicht auf der 4? Ich drücke die 3 und das funktioniert. Okay. Die 3 ist die 4. Hat gewundert. Und die gleichzeitig? Okay, jetzt habe ich den angezündet. Shit, ne? Uah. Das war's. Ja. Wenn ich mich umdrehe. Okay. Ich hätte gern den anderen anvisiert, den ich noch. Den einen, der da drauf reagiert hat. Quicksilver war das. Nur den dann bräuchte ich. Ich brauche 5 Feuerpfeile. Oh.
Und vor dem anderen laufe ich dann am besten weg. Okay, so ist das okay. So kommen die wenigstens nicht auf mich zugerannt. Ist jetzt erst noch hier diese... Habe ich nicht Waldbeere? Weiden. Wald. Erstmal die Drachenwurzel essen, aber wahrscheinlich werde ich die auch essen. Ich meine, was soll ich damit? Bei Dunkelpilze. Zu viel, ne? So. Ich bin ja auch Magier. Ich probiere es mal so zu machen, wie man es machen soll. 120 geben die? So 100. Oh Gott, das hört einfach nicht auf mit denen, ne? Ich fühle mich etwas besser. Wir sind als Magier unterwegs. Ich baller jetzt die Feuerpfeile hier weg. Aber bevor ich ins Minental gehe, ich würde schon ganz gerne herausfinden, ob ich nicht doch schon irgendwie den zweiten Kreis packen würde. Würde mir enorm weiterhelfen. Ach, hier ist ja eine Höhle. Mine, meine ich. Mit Glühwürmchen. Und da sind Ratten drin. Ich gehe kurz hier rein. Wenn da nur Ratten drin sind, dann sollte es ja theoretisch kein Problem sein, aber ich bezweifle es irgendwie. Scheiße. Lasst mich doch in Ruhe essen. Lasst mich doch in Ruhe essen. Ihr wisst, Essen ist wichtig. Aber die kamen nicht straight auf mich zu. Die hat ein bisschen einen Schlag weg gehabt, die Ratte. Das ist schon immer so groß. Fleischwanz, das ist okay. Wenn das die einzigen Gegner bleiben, die hier drin sind, komme ich damit klar. Die Fleischwanze will mich ankrabbeln. Die Fleischwanze nicht. Ich krieg nicht mal die Fleischwanze mit einem Schlag tot, ne? Das so, also die jetzt schon, das war ein Crit. Crit gegen eine Fleischwanze. Das ist dann der Erfolgsmoment, den man so verspürt. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Alle vier? Ja. Nichts zu holen. Habe ich die Triche? Wie viel habe ich? Ich speichere immer davor und am Ende lade ich nicht neu, ne? Oh Gott. War das jetzt? Ah, okay. Einen. Für Schwefel, Mana. Sehr gut. Zwar nehme ich die noch nicht, weil ich gar nicht so viel habe, aber... Ich sammle schon mal meine Mana-Tränke für in 10 Jahren. So, wenn es hier bei Fleischwanzen bleibt, wäre ich glücklich. Wäre ich auf jeden Fall glücklich. Tür und Gitter. Ich glaube, daran erinnere ich mich. Aber hat man das aufbekommen gehabt? Kann ich an der Fackel ziehen? Die ist auch an, daran kann man bestimmt nicht ziehen. Ich glaube, das habe ich... nie gelöst bekommen. Ich weiß es nicht mehr, ne? Ich höre auf jeden Fall Goblins hinter dieser Tür. Ja. Aber mehrere als nur die, glaube ich. Den. Geschwindigkeit mit dieser Waffe, ne? Dieses Wechseln, das ist immer so brutal. Ich unterschätze das jedes Mal. Ich hätte vielleicht den Goblin-Krieger anzünden sollen. So rein theoretisch mal. Bin ja gleich tot. Ach, man kann ja gar nicht blocken bei Goblins, obwohl die eine Waffe in der Hand haben. Kurz vergessen. Da ist ein Goblin-Krieger, also ich zünd den mal lieber an. Vielleicht vorteilhafter.
Ich mag das, wie die tanzen zur Begrüßung. Das machen die ja in Gothic 3 nicht mehr. Die tanzen immer und hauen mit dem Stöcklein auf den Boden. Ich finde, das hat was. Ich mag das. Also wenigstens mit, dass die da sind. Würde gerne den Goblin-Krieger. Ja, erzählt. Nein, den Goblin-Krieger. Ach komm, Anvisier-Ding. So darf ich eigentlich nicht selbst anvisieren. Gerade eben hat es kurz geklappt. Das ist schon wieder mein Highlight hier. Das schaffe ich doch jetzt eigentlich an einem Türrahmen vorbei jetzt. Schaffst du es? Danke. Ach, ich kann das nicht mit mehreren Gegnern, ne? Weil ich kann ja nicht blocken. Und ausweichen, also bei Goblins, ausweichen ist ja irgendwie ein bisschen phänomenal. Mit dem Zweihand-Ding. Und da darf ich auch nicht, muss ich kurz warten. Ich, nach dem Schlagen ausweichen ist ja hier mit dem Zweihänder blocken. Das verstehe ich halt auch nicht so ganz. Bin schade. Goblin schwimmen gesehen? Nee, das habe ich glaube ich noch nie. Ich glaube, mir ist noch nie ein Goblin in den See reingefallen. Will ich glaube ich irgendwann mal aus, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Also, ich würde natürlich niemanden in den See schubsen, ne? Das würde ich natürlich nicht machen. Natürlich nicht. So. Es hört sich aber an, als wären hier mehrere Goblins als nur einer. Ja, einer hat sich angehört, als wären hier mehrere. Der klang wie zwei. Mindestens der eine Goblin hier. Steintafel. Gar nicht so viele alte Tafeln, alte Tafeln bisher gefunden. Nur die zum Lernen, also zum Lesen irgendwann. Hm, Gold. Gold ist immer gut. Hm. Ich habe hier doch so ein kleines Goldproblemchen. Was soll das da sein? Ach, eine so ein Abzug, so ein Kamin, glaube ich halt. Von einem Schornstein. Wer weiß, was hier stand. Und dann gibt es ja auch Eisen und Wasser. Ich weiß noch nicht, wofür wir Eisen brauchen. Das hatte ich jetzt schon öfter gesehen. Da weiß ich nicht, wie man reinkommt. Ja, sie wurde so ein bisschen geändert, diese Höhle, glaube ich. Zu so einer Werkstattmine, weil hier sind ganz viel von so einem halt Schornsteingedönssachen. Okay, so. Draußen werden mich nur ein paar Viecher erwarten. Gehen wir weiter Richtung Norden. Ich hoffe, ich komme da an, bevor es dunkel wird. Ist hier was in der Nähe? Noch lebend? Ich würde nämlich schon ganz gerne ohne Invis Fernkampfwaffe rumlaufen. Damit ich die Pflänzchen sehe zum Einsammeln. Also, ich sehe sie sonst kaum. Och. Oh, okay, das ging gerade 90 Grad noch. Ich wollte gerade sagen, ah, ich habe mal wieder nicht getroffen. Hat aber noch geklappt. Gibt's hier noch ein Pflänzchen? Auch nämlich auch noch ein paar Tränke. Also ich muss definitiv die Sachen erhöhen, bevor ich ins Mintal gehe. Und mir vielleicht ein paar Tränke zusammenbrauen. Zweiter Kreis wäre auch nice, wo ich aber nicht weiß, ob wir das hinbekommen. Und Mana-Tränke. So 50. Mindestens. Und die Mana generell erhöhen. Ich müsste halt auch noch zu Innos beten für Lebensregeneration. Ich glaube, Mana-Regeneration habe ich jetzt nicht gelesen. Aber Lebensregeneration gibt es ja scheinbar. Wenn Innos Gunst gut steht. Das ist so eine kleine Schwierigkeit. Für mich. Zu zweit. Ich bin ja gleich da oben.
Wie gut, dass ich Dunkelpilze habe. Die kriegt Konstantino nicht. Okay, ich bin auch nie wieder bei ihm aufgetaucht. Muss man ja auch nicht. Wird überbewertet, bei der Leerstelle aufzutauchen. Okay. Dann sind wir doch da durch. Okay, ist ja auch... Das sieht da ein bisschen anders aus. Waren hier auch Bäume früher? Hier waren doch früher keine Bäume, oder? War das nicht nur eine kahle Fläche? Im Wald. Ah, das war... Okay, hier sieht es ein bisschen anders aus mit den Bäumchen und so. Ich darf jetzt in dunklen kämpfen. Den Steinkreis müssen wir aber noch suchen. Nein. Noch nach da laufen. Ich glaube, das schaffe ich nicht, wenn es dunkel ist. Der hat auch andere Klamotten an, oder? Die sind so grünlich. Also was ich jetzt erkennen kann bei der Helligkeit. Da waren keine Bäume, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist hier ein bisschen... Wartest du auf jemanden? Bewaldet. Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Danke dir. Ich weiß, ich und meine Muckis... die man in dem Kleidchen auf jeden Fall sieht. Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Okay, ich helfe dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nahe. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Und wehe, du kneifst. Ja, ich... So. Wenn wir die alleine machen, ich krieg dann bestimmt Ärger, wenn er die alleine macht, ne? Hier sind jetzt auch so Steine und so. Alter, ist der stark. Ich konnte doch nicht mal probieren, ihm zu helfen. Also, ich wollte wirklich, ne? Ich habe meinen Krautstampfer gezogen. Ach, da sind noch welche. Ich nehme mal an, da sind noch welche. Weil es ist noch nicht beendet. Und meistens sagen die doch, du hast ja nichts gemacht. Aber ich visiere keinen an. Hä? Ist der kaputt? Hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Was ich jetzt im Dunkeln beurteilen kann. Also halbdunklen Steintafeln. Hier ist kein Snapper mehr. Okay. Gut. Es gibt keinen Endtext. Nichts zu plündern. Aber normalerweise sagen die doch, du hast ja nichts gemacht. Hey. Der Bauch. Ich kann ihm aber mal einen Heiltrank geben. Das heißt, ich bin noch mit ihm in einer... Ihr wisst schon, in einer... Leiterposition. Kann ich mit ihm den Troll machen? Ja, dann hole ich den Troll. Ist doch gar kein Problem. Bereit, Grimwald. Ich wollte aber vor die Steintafel da hinten noch einsammeln. Drei. Für drei, ey. Werde ich in 10 Jahren lesen können. Oder sind auf der anderen Seite noch welche? Aber die wird er ja wohl kaum meinen. Es sind überall kleine Steinchen im Weg. Jetzt, weiß nicht, ob er kaputt ist. Ich hole jetzt den Troll. Da hinten, okay, doch, er ist da. Vielleicht komme ich ja ans Popöle. Wird aber lang dauern. Das wird 10 Jahre dauern, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Also, meine Feuerpfeile machen definitiv keinen Schaden. Wenn ich dafür sorge, dass... Mach die Ärmel hoch. Oder auch nicht. Sieht der anders aus als vorher? Wie sieht der? Ein bisschen anders aus. Nähern Grimwald. Grimwald ran.
Oder ich gehe direkt in die Höhle und probiere aufs Popüle zu hauen. Er hat die Ärmchen nicht hochgenommen, um zu gucken, ob er Deo benutzt hat. Aber mit einem Zweihand ist das doof, ne? Komm, jetzt nicht mal da hinten ran. Bin nie so nah an den rangegangen. Ja, schon ein bisschen, Habe ich denn das damals gemacht? Bin doch einfach nur ans Popöchen gegangen. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, mal mit ihm probiert gehabt. Das ist aber nie so gut gegangen. Ja, jetzt. Ach, ich habe keine Ahnung. Warum geht das nicht? Ich mache das mit einer Hand. Dauert noch länger. Ah, das dauert jetzt auch eine Stunde. Ich kann das nicht mal schneiden. Ich gehe einfach nur hin. Was sag mal, was soll ich denn hier für Spruch holen? Sonst gehe ich nur hin und hole mir das Zeug, was ich brauche. Schaden, Max. Mana-Kosten. Das ist doch auch angepasst. Ich musste doch nie so viele Mana-Kosten bezahlen in der Version hier. Das muss doch angepasst sein. Mindestens 20, maximal 80. Also hier wegen aufladbar, Windfaust. Das schon immer 20 gekostet, das Minimum. Ich habe einen Windfaust nie benutzt. Nie. Eisblock bringt bei Trollen nichts. Zumindest bei Fig 1, glaube ich, hat das nichts gebracht. Ich könnte... Überleg gerade. Ich kriege das mit zwei Händen und so sonst nicht so gut hin. Mit das rufen, die Mana-Kosten reichen für mich nicht aus. Ein Monster schrumpfen, das ist alles so teuer, ich bin ja so pleite. So krass pleite. Ich würde denen schon ganz gern die Erfahrungspunkte hier haben. Das wäre halt schon cool. Ich kann auch nicht mehr so gut um ihn rumlaufen. Ich weiß es nicht, woran es liegt, ob es jetzt am Zweihand ist. Weil das Ausweichen ist ja generell anders. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich liegt es an mir. Ich weiß. Deshalb nehme ich jetzt einfach nur das hier. Und scheiß auf den Rest. Und komme wieder, wenn ich dazu bereit bin. Oder wenn ich zusammenschneiden kann. Wenn ich eine halbe Stunde auf den Popo hauen kann. Eins von beiden. Aber Grimwald ist trotzdem jetzt kaputt. Ich gehe jetzt mal ganz kurz über die Brücke und schaue, ob da auch noch Snapper sind. Im Dunklen. Mal kurz schauen, ob ich da was anvisieren würde. Nee. Riesenratte. Aber... Die sind keine Snapper. Aber normalerweise wird er doch zu seinem Lagerfeuerchen zurückgehen, oder irre ich mich da? Ist auch ein bisschen komisch. Hm. Sind auf jeden Fall keine Snapper mehr. Dann weiß ich nicht, was sein Problem ist. Vielleicht muss er sich noch kurz resetten. Dann würde ich zum Steinkreis weitergehen und schauen, ob ich da die Armbrust finde. Hier ist ja keiner. Dann ich habe ja jetzt das Sonnenaloe eingesammelt, aber den Troll mit den Sachen, die ich habe, nö, mach ich wann anders. Meine Fackeln. Ich werde die nie finden, ne? Kennen die nicht auf eine Kurzwahltaste? Sind die denn? Ach, weiter oben. Okay. Warum habe ich so viel anderen Shit eingesammelt? Würde ich vielleicht auch
auch mal weg. X-Keule? Hier dran? Okay. Na gut, bei Grimbald weiß ich nicht. Hier sind ja keine Snapper mehr. Ich weiß nicht, warum er nicht zurückgeht. Oder warum er nichts sagt und warum ich ihm jetzt einen Heiltrank geben könnte. Weil das ist doch eigentlich, wenn man irgendwie Zusammenhalt unterwegs ist. Hey, du. Er hätte bestimmt was machen müssen, ne? Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Man kann trotzdem hier... Jetzt ist Heiltrank auch weg. Okay, ich muss ihn einfach nochmal ansprechen. Wie viel teuer ist das denn? Was genau willst du wissen? Okay, ging bei dem nochmal. Gut, Fliegenzeug, Clown, Zang und Quallerplatten. Okay. Für den, jetzt geht er zurück. Okay. Der hat nicht von alleine gesagt, dass ich ihm keine große Hilfe war. Ich musste ihn schon drauf ansprechen. Suchen wir die Armbrust. Wird wahrscheinlich jeden Moment angegriffen. Ich brauche mehr Betten. Warum hat Grimbald jetzt kein Zelt bei sich aufgeschlagen, dass wir da kurz pennen könnten? Ich weiß nicht, was mit dem das Problem ist jetzt. Natürlich schon blöd jetzt hier im Dunkeln. Da ist eine Höhle. Ich will nur an sich ganz gern die Armbrust noch holen gehen. Sachen einsammeln vielleicht. Mal die 1 drücken und irgendwo nimmt das dann mal. Laut, oder? Auch generell habe ich manchmal das Gefühl, mit, wenn ich was anderes in der Hand habe, das dauert länger als mit einer Hand. Ja klar, okay, der muss das so komisch vom Rücken ziehen, aber trotzdem. Mit der Fackel? Ich glaube, die Höhle schaffe ich nicht. Von dem, was da drin ist. Die bleibt dann auch noch offen. Ich suche nur die Armbrust, also zum Steinkreis. Und die Kräuterchen einsammeln, dass wir dann Mana-Tränke machen könnten. Und Heiltränke vielleicht auch von Vorteil. Sieht hier aber auch anders aus. Das ist ja fancy mit dem Licht. Was durch die Bäume geht. Wir hätten einen Scavenger. Gibt hier nicht irgendwann noch einen Steinkreis, hoffentlich, demnächst. Solange es hier nur Scavenger gibt. Es ist mit dem Licht echt cool. Ja, also mit dem zwischen den Bäumen, das ist ja, das finde ich cool gemacht. Das hat was. Ich habe eher Angst, dass mich gleich noch was anderes anfällt, so im Dunkeln. Ich wollte jetzt aber ungern nochmal zurücklaufen und dann auch mal hierher laufen. Irgendwann wird es hier nur noch schlimmer in dem Gebiet. Würde ich jetzt mal so. Man hat nichts bisher verpasst. Also eigentlich gar nichts. Eigentlich laufe ich nur rum und sammle Sachen ein. Geht ein Weg runter.
Eine Blutfliege. Ja, 50 Blutfliegen. So gefühlt. Okay. Fliegen natürlich bei der Helligkeit eine Sache. Oh Gott. Oh Gott, nicht die Dinger. Ein Goblin-Skelett, ich... Ja, gut. Okay, ich habe noch den Scavenger gespeichert. Aber dann komme ich, glaube ich, nicht zum Steinkreis, wenn da jetzt noch Goblin-Skelette sind. Auf jeden Fall nicht einfach so. Also, kann ich eigentlich, wenn ich den Geschicklichkeitstrank vorhin genommen habe? Nee. Noch immer nicht nehmen. Ich überlege gerade wegen den Goblin-Skeletten. Ich weiß nicht, wie viele da sind. Ja, jetzt in die Richtung gehen. Okay, es sind viele. Das, ne? Gut, da geht's auch nicht lang. Ich habe ja nichts. Ich habe nichts und ich habe auch keine Skills. Das ist das Problem. Und ich hätte mal speichern sollen, nachdem ich die Sachen gegessen habe. Naja. Ich bin noch bekannt für schlechtestes Gameplay ever, was es gibt. Von daher muss ich ja auch so bleiben. Dann komme ich aber nicht. Da hinten ist doch irgendwo ein Steinkreis sein. Das bleibt ja nur noch übrig. Komme ich da nicht dran vorbei. Ich würde ja ganz gern. Ach, er ist auf die Fackel. So. Wo genau sind die da? Komm halt gleichzeitig an. Das Ding kommt jetzt schon. Nein, nimm die Kack! Nimm die Eins! Verdamme ich noch mal. Und jetzt hau zu. Ach, das ist eine Reaktionsgeschwindigkeit von weiß ich nicht was. Da musst du 50 mal rauflegen. Also auch wenn es eine Zweihand ist zu meiner Magie. Verpuffen lassen zu, ich zieh da was vom Rücken. Ich würde es irgendwie verstehen, wenn man eine andere Waffe von der Hand hätte, ne? Aber von... Ich schüttel meine Hand aus, damit das Feuerteil weg ist. Oder ich... Ich weiß nicht. Dauert sehr lang, bis er den... Hände ziehen möchte. Ich weiß nicht, hier die Kombination Magie mit Waffe werde ich weiterhin drüber mich aufregen, wie sie so viel Mana habe, damit es irgendwo mal funzt. Ich weiß nicht, irgendwie. Das Wechsel, das dauert so lange, bis dahin ist man ja eigentlich schon tot. Bis dann mal klappt. Sind da jetzt noch mehr? Ich will nur zu dem Steinkreis. Und hoffentlich liegt der jetzt auf die Armbrust. Da muss ja jetzt irgendwo dieser Steinkreis sein. Da ist nur eine Blutfliege. Ich muss ja im Dunkeln langlaufen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Goblin-Skelette sind. Es tut mir sehr leid. Und da kann ich auch keine Sachen aufsammeln, aber... Da, Steinkreis. Nicht direkt getötet werden. Also das sind sehr viel Blutfliegen. Bin ich die mit einem Feuerpfeil tot? Dann könnte ich die da wegmachen und dann wenigstens entspannt hier gucken. Na okay, zwei. Ach nee, ach, Butler wollte ich gar nicht. Dunkelpilz. Ja, gut, mit dem Feuerball, wenn ich den dann irgendwann mal bekomme, wird's gehen. So, habe ich jetzt mal eine Ruhe? Kurz?
So, Steinkreuz. Suchen wir hier mal alles ab. Ich hatte jetzt nur die Blutfliegen im Umkreis gesehen gehabt. Keine weiteren Sachen, die mich anfallen könnten. Kraut. Da liegt was. Argumis Armbrust hätten wir und Teleport zum Sonnenkreis? Was? Das sah aus wie ein Ring. Ritualring der Feuermagier. Das kam doch mit der Mod jetzt rein, oder? Teleport zum Sonnenkreis? Wert 100, aber es ist ein Ring. Das ist keine Rune. Da steht auch nichts, was ich... Okay. Ich hab einen Ring gefunden. Bin verwirrt. Oder man findet den, weil man Feuermagier ist. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich jetzt nicht, aber ich bin etwas irritiert, dass es ein Ring ist und dann Teleport heißt. Dazu sagen. Dann kann ich eigentlich wieder zurück und hoffentlich demnächst schlafen gehen. Dann ist es wieder hell. Nebenbei noch Pflanzen einsammeln. Ich meine, bei den anderen Sachen muss ich auch noch rum. Und hoffentlich gibt es hier noch ein paar Pflänzchen. Okay. Die eine Höhle schaffe ich nicht, da sind ganz viele Skelette drin. Würde heikel werden. Ich glaube, da sind so komische Viecher drin. So, wo gehe ich jetzt am besten lang? Gehe ich den Weg zurück oder gehe ich da unten? Hier gab es doch noch einen Weg nach unten. Ich glaube, ja, das ist doch kürzer. Wenn ich da runter gehe, den Weg. War doch gerade einer. Ist hier noch was? Eine Pflanze. Hier, den da. Ich habe keine Karte. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich bin. Und selbst wenn ich eine Karte hätte, heißt es nicht, dass ich weiß, wo ich bin. Höhle. Mine, meine ich. Mit Minecrawler Club. Könnte man vielleicht hinbekommen. Vom Level her. Ist auf jeden Fall aus wie ein Minecrawler. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich war hier einmal drinne, hab das mal gesehen. Und da lagen ganz komische Leichen bei mir drin. Da ist irgendwas schiefgegangen mit dieser Leichenhöhle in Gothic. Da hatte ich hier ganz komische Leute drinne liegen, die gar nicht mehr da sein sollten. Nee, die waren dann auf einmal doppelt da. Das war das, wo ich mal so einen Bug hatte. Ich erinnere mich auch nicht richtig. Das ist auf jeden Fall gerade nicht wirklich zuordnen. Ich will nochmal einen Dunkelpilz essen. Und dann würde ich sagen, gehen die Minecrawler wegzubekommen. Oder Minecrawler-Krieger. Magier sein ist scheiße, ne? Mit einer Einhand kann man das gut machen und gut ausweichen und sowas, aber ich probiere es mal mit der Zweihand. Ich probiere es mal mit der Zweihand, besser läuft. Ansonsten würde ich das auch auslassen. Ich probiere es mal, was ich mit Zweihand hinkriege. Ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht so vor mir, wegen dem Ausweichgedöns. Mit Einhand ging die immer gut. Vielleicht kriege ich es doch hin, wenn es sich so verhält, wie es sich verhält.
im Rhythmus bleiben. Ah, anscheinend geht er zurück, manchmal nicht, ne? Okay. So ähnlich ist es nämlich auch mit Einhand, weil die dann immer so zurückgehen und bevor sie einen treffen, kann man da nochmal schlagen. So, ich glaube, hier gibt es einige. Oh, nee. Nee. Ich glaube, da sind Skelette. Eine Skelette. Obwohl, die könnte mal blocken. Das Essen. Erstmal das Essen. Warum gibt es hier rohes Fleisch an einem Skelett? Soll es nicht verfaultes Fleisch theoretisch sein? Das ist auf jeden Fall, sieht aus wie Skelette, was da hinten ist. Sind halt wirklich Skelette. Kriege ich die in einzelnen Tieren angelockt vielleicht? Hm. Nein. Nicht zwei, die haben auch einen Krautstampfer in der Hand. Ich hänge fest. Ich häng fest. Bis dann, Social Gamer. Die nicht einzeln? Doch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So. Das wäre natürlich jetzt lustig. Was hat er in der Hand? Etwas Metalliges in der Hand. Alter, genau. Ja, nee, mache ich nicht. Der hat zwei Hände in der Hand. Die hatten zwei Hände in der Hand. Da würde es wahrscheinlich auch nur Skelette geben, nehme ich mal an. Oder auch einfach nur eine Kiste. Oder auch einfach nur eine Kiste. Es muss dann bei den Skeletten sein, wenn hier eine Kiste ist. Und das Ganze nochmal. Das waren gerade 5 Dietriche. Das kann ich mir nicht leisten. 5 Dietriche kann ich mir hier nicht leisten. Das ist etwas too much. Auch ein komisches Schloss hier. Wenn hier eine Truhe einfach so steht. Okay, das heißt jetzt nicht, dass dann bei den Dings was Besseres steht. Bei den Skeletten. Firefly bringt da auch nicht so viel. Die wegbekomme. Hier gibt es noch eine Axt. Schützen. Wein. Der Wein wurde aber festgehalten noch vom Skelett. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich was essen und dann noch mal probieren, ne? Das ist jetzt irgendwie schief gegangen. Ich habe nicht gesehen, dass er schon auf mich zurennt. Ich probiere es doch nochmal mit einem Feuerball. Feuerpfeil. Ich habe auch nicht... Untote vernichten hätte ich auch nicht. Das würde ich jetzt wenigstens mal ausnutzen können. Geht leider nicht. So. Probieren wir es. Ich weiß nicht, wie viel der Feuerpfeil abzieht. Ich habe noch gesehen, dass beide hier angetanzt kommen. Okay, ich schaffe es nicht. Ich könnte auch maximal 4 Feuerpfeile. Dann ist mein Mana alle. Und da man ja 10 Jahre braucht, um die Waffe zu ziehen, ist es jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht den Wolf? Den Wolf dahin schicken würde ich sonst niemals rufen. Die Beschwörungs...
wollen. Das könnte klappen. Der Goblin-Skelett. Ich rufe beide. Nein, ich wollte nicht speichern. Ich wollte eigentlich... Nein, ich habe meinen Wolf angedingst. Das hat nicht so gut geklappt. Hä, ich habe doch das andere... Die andere Taste aktiviert. Ich wollte das Goblin-Skelett noch rufen und der Wolf ist direkt los. Vertauschen. Ne? So, Goblin-Skelett. Einmal, bitteschön. Mal gucken, dann gebe ich die Spruchrollen hier aus. Die würde ich so nämlich eh nicht benutzen. So, jetzt bin ich weiter hier. Ihr könnt loslegen. Ich zünd immer die Wölfe an. Ich gebe hier echt mein Bestes, ne? Die haben aber noch so viel Leben übrig, das würde ich ja nicht hinbekommen. Und die triggern dann auch direkt beide. Dann ist das noch offen, dann ist das okay. Ich wollte jetzt eher nicht so ein Aufräumgedöns machen, davon abgesehen. Ich wollte mal gucken, ob das klappen würde. Aber dadurch, dass sie beide triggern, ich aus Versehen, obwohl ich das Skelett anvisiere, leider meinen Wolf in Brand stecke. Schwierig.